Formalität sehen. Im Saarland wird am Sonntag gewählt. Ein Bundesland, ungefähr so groß wie das Saarland, lädt zu einer good old-fashioned Landtagswahl. Ministerpräsident und Titelverteidiger Tobias Hans von der CDU muss dann wohl um seinen Job zittern. In Umfragen liegt er nämlich teilweise deutlich hinter der SPD mit Spitzenkandidatin Anke Rehlinger. Möglicherweise auch die Quittung für sein, wir erinnern uns, doofes Tankstellenvideo. Oder es liegt daran, dass er neulich ein Kompetenzteam vorgestellt hat, obwohl er seit Jahren mit einem Kabinett regiert, das im Idealfall kompetent sein sollte, denkt man. Und dann kriegt der Pechvogel auch noch Corona. In der Hochphase des Straßenwahlkampfs. Oh, was macht man da? Dafür kämpfe ich für stabile Verhältnisse. Und ich bin sehr digital affin und deswegen haben wir diesen Robby-Tobi sozusagen ausgekramt. Und damit bin ich jetzt, seitdem ich in Quarantäne bin, unterwegs, Tag wie Nacht. Ha, super Idee, oder? Robby-Tobi. Beziehungsweise Robby-Tobi wegen der Kindersendung Robby-Tobi und das Flievertüt. Wer kennt sie nicht? Aus dem Jahr 1972. So kriegt man die Internet-Kids von heute. Mit Anspielung auf 50 Jahre alte Sendungen. Wie denn sonst? Klar, jetzt muss man sagen, Tobias Hans hat sein Amt ja nie bei einer Wahl gewonnen, sondern damals von AKK geerbt. Und das erklärt natürlich auch, oh nee, da kommt der olle Robby-Tobi. Hallo, hätten Sie Zeit und Interesse, sich mal mit mir über das Saarland zu unterhalten? Nee, passt gerade irgendwie gar nicht. Alles klar, dann probiere ich's mal nebenan bei Let's Dance. Ja, sehr gute Idee. Mach das, Robby-Tobi. Nervensäge. Aber wenn Sie das schon seltsam fanden, meine Damen und Herren, dann gucken Sie mal, was die Gegenkandidatin von der SPD gemacht hat. Hallo, ich bin Anke Rehlinger und weil ich gerade in Quarantäne bin, nehme ich euch einfach so mit durch unser schönes Saarland. Kommt mit. Nee, danke. Ich darf nicht mit fremden Frauen mitgehen. Die Saarlandwahl, wir fassen zusammen, ein iPad tritt an gegen einen Pappaufsteller. Inhaltlich sind die beiden übrigens kaum zu unterscheiden, also was die Programme angeht. Während alle Parteien, die nicht CDU oder SPD heißen, am Sonntag vor der 5%-Hürde zittern. Auch die Kandidatin der Grünen und das trotz ihrer, ja, grenzenlosen Heimatliebe. Was ist am Saarland so schön? Am Saarland ist so schön, dass alles so nah beieinander ist. Und ich finde die Natur im Saarland besonders schön. Ja, darf das kurz übersetzen. Das Schönste am Saarland ist, dass man so schnell wieder raus ist. Und wissen Sie, wer am Sonntag noch zittern muss? Friedrich Merz. Hier in klassischer Schröder-Kim-Gebetspose vor dem Adenauerhaus. Die Wahl im Saarland ist nämlich seine erste als CDU-Chef. Und es ist ja, muss man sagen, echt nicht leicht im Moment, Opposition zu sein. In Kriegszeiten an der Regierung rumnörgeln, es mag der Wähler gar nicht. Zumal es ja die CDU unter Merkel war, die uns die ganze Abhängigkeit von Putin maßgeblich mit eingebrockt hat. Hier, Herr Merz übt CDU-Selbstkritik und wir stoppen mal mit, wie lange genau. Die Union hat in den 16 Jahren ihrer Regierungsverantwortung diese Abhängigkeit mit vorangetrieben. Da trifft sie doch jetzt auch eine Mitverantwortung. Frau Banerjee, natürlich, und das bestreitet ja niemand von uns. Aber in den letzten 19 der letzten 23 Jahre waren Sozialdemokraten in der Regierung. Wow, das waren ja über 3 Sekunden, bevor andere schuld waren. Aber wie gesagt, Opposition, ganz schwierig im Moment. In diesem Jahr kann man, wenn es ganz blöd läuft, als Union 4 Landtagswahlen verkacken. Saarland, Schleswig-Holstein, NRW und Niedersachsen. Mit einer Union, die ja natürlich noch ihre neue Rolle sucht. Wer glaubt, dass Opposition Mist ist, der wird auch irgendwann Mist erleben. Wenn man daran glaubt, dass es Mist ist, dann wird es auch am Schluss Mist. Opposition ist für uns nicht Mist. Opposition ist für uns Opportunity. Opposition ist Opportunity. Opposition ist Opportunity. What does it mean? What it means, man weiß es not. Ich sage, die Union muss die Opportunity nutzen und wieder eigene Themen setzen. Natürlich. Carsten Lindemann macht's vor. Carsten Lindemann, der stellvertretende CDU-Vorsitzende, der versucht es zum Beispiel mit der Wehrpflicht beziehungsweise der Forderung nach der allgemeinen Dienstpflicht. Großartig. Wir müssen wieder 18-Jährigen beibringen, wie man Hemden auf DIN A4 faltet. Nur so geht's. Gut, der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, ist zwar gegen die Wehrpflicht, aber was weiß der schon?
Oh Gott!